Hallo Leute, hier ist wieder euer Ludwigs am Start und jetzt wirklich noch seit einer Ewigkeit nicht mehr online. Und ja, also ein Kumpel ist bei mir auch gerade in der Party, weil wir spielen das Ganze hier natürlich auf der PS4. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Ich denke mal eher, dass ihr ihn nicht hört. Vielleicht versuche ich das ja noch nachzuschneiden. Aber auf jeden Fall haben wir heute uns heute vorgenommen, für ihn einen Parasaurus zu zähmen. Also ich zeige euch mal unser kleines Dorf hier. Also es ist Lazy Town und ja, ich weiß nicht, wie hobbylos man sein kann und sein Dorf scheiß fucking Lazy Town zu nennen. Naja, auf jeden Fall, hier seht ihr auch, ich habe gerade den Parasaurus auch Sportacus genannt. Ja, es ist hobbylos, es ist einfach nur hobbylos. Lukas, die hören dich, glaube ich, eh nicht. Also von daher. Achso, ja. Also hier, also mein Kumpel, der hat auch gerade schon Fiomia. Das ist so ein kleines, auch so ein kleiner Dino. Und unser Goldschatz hier in unserem Dorf ist eigentlich unser Petri. Den haben wir auch Petri genannt. Also, das war eine Haufen Arbeit, diesen Bro hier zu zähmen. Aber es hat sich gelohnt. So, kommst du mal bitte runter. Also, PS4 ist das Spiel noch relativ verbuggt. Relativ hart verbuggt. Und uns ist vor kurzem auch was Blödes passiert. Und zwar hatten wir einfach einen kleinen Bug. Wir haben uns abgemeldet vom Server, sind wieder drauf. Also wir hatten, ursprünglich hatten wir 3 Parasaurusse. Und den hier habe ich jetzt gerade neu gezähmt. Wir hatten 2 Fiomias, einen Petri, der ist ja immer noch da. Also wir hatten einen Raptor und 3 Parasaurusse und 2 Fiomias. Davon und Fiomias sind einfach zwei, also sind einfach ein Fiomia ist einfach weg, despawned, keine Ahnung, was da passiert ist. Der Raptor ist einfach auch gekillt worden heute früh. Und die 3 Parasaurus waren auch komplett weg und ein Trike hatten wir auch noch, das war auch weg. Also wir hatten ziemlich Pech. Aber das lassen wir uns ja natürlich nicht gefallen, deswegen wollten wir uns ja einfach mal gleich hier ein Parasaurus für unseren Kumpel hier wieder besorgen. Wo bist denn du gerade? So, dann mache ich hier ein paar. Ich habe jetzt hier 19 Narkobären, okay. Ärgerlich. Eine bräuchte ich noch. So, ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn du streamst. Ich meine, das kannst du ja machen. Okay, wir haben hier zum Glück noch 2 Narkobären drin. Das ist perfectly. Zack, dann tue ich jetzt nämlich hier mal ein paar Narkosemittel rein. So. Okay, Leute, wir equippen uns jetzt hier mal. So. So, Steinpfeil. Ja, ich. Warte mal, was habe ich nochmal gebraucht? Stroh und Feuerstein, oder? Momentchen mal, das müssen wir schon gescheit machen hier. So, Feuerstein und Stroh. Jawohl. Fasern habe ich eh immer genug. Daher. So, dann auf geht's. Farmen wir mal los hier. Zack. Ich glaube, ich hau euch genau jetzt einen Zeitraffer rein. Denn ich glaube, das muss ich euch, kann ich euch jetzt ersparen lassen. Und ich spule dann, also ich mache den Zeitraffer so lang, bis wir hier einen Dino haben. Und der Zeitraffer beginnt jetzt so ungefähr ab jetzt. Wir sehen uns dann wieder beim Dino. Gut.
wieder da. Ich habe jetzt den Zeitraffer mal rausgenommen, weil ich finde einfach, ihr solltet bei der Suche dabei sein. Und ja, es ist ja auch wunderschönes Wetter hier gerade. Mein Kumpel holt sich jetzt gerade noch ja, also wir suchen uns jetzt ein zweites Parasaurus für meinen Kumpel und wir haben auch schon den Sattel hier im Inventar. Ich habe 8 Betäubungspfeile. Also er klaut gerade mein Kumpel die Rüstung, weil er sie gerade braucht. Aber das ist auch abgesprochen. Mehr oder weniger. Naja, gut. So, wärst du dann soweit? Okay. Gehen wir mal auf die Reise. So, also Lukas, komm mit. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass du Lukas heißt, oder? Wir gehen mal hier durch, weil jetzt hier gerade das Tor offen ist. Früher oder später hätten sie es in meiner Aufnahme gesehen, weil du gerade, ja, weil das ja steht. Okay, also gehen wir mal auf die Suche. Ich bin mit dem Lukas, mit dem anderen Lukas auch noch so ein Freund. Sind wir immer da nach hinten gegangen, um den Parasaurus zu zähmen. Mein Parasaurus habe ich eigentlich vor unserer Tür gesehen. Bist du. Achso, ich hätte gedacht, du kommst schon gar nicht mit, ja. Und ich wollte sagen, für die Bugs, die in dem Spiel sind, da kann ich leider nichts für, weil also das Spiel ist noch sehr, sehr verbuggt und sehr, ja, es ist quasi in der Early Access noch bei der PS4. Und ich kann leider für keinerlei Bugs was dafür. Also es liegt keinerweise an meiner Game Capture. Das ist leider einfach so. Okay, Lukas, hier ist ein Trike vorne. Ich bin noch ein bisschen leiser, weil mein Kumpel gerade die ganze Zeit redet und ihr hört ihn ja leider nicht, aber nicht, dass ihr euch denkt. Also wie gesagt, die Bugs, für die können wir nichts. Das ist leider einfach so. Oh, Level 35er Trike. Ah, da nehme ich mal die Abstand. Aber hier ist ein grüner Loot. Da sollten wir vielleicht mal hin an den grünen Loot. Momentchen. Ja, das solltest du machen. Auf Ausdauer-Skillen das Fio. Mir. Also ihr seht's, es ruckelt schon wieder. Das liegt wirklich nicht an mir. Also, wenn ihr euch. Oh, echt wo? Bei dem Trike. Okay. Moment, ich komme zurück. Ja, dann ist der Parasaurus gezähmt. Dann können wir gleich weitergehen. Aber wir finden. Der Parasaurus. Dann hau ab, das ist kein Problem. Den solltest du. Greif ihn nicht an, hau vom Track ab. Genau. Moment, ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, zum Glück kein Fall schon. Nein, nein, ja, lauf weiter. Ich bin. Ja, warte, ich versuch's abzulenken, weil meiner ist schneller. Nee, geh trotzdem. Ich bin gerade hinterm Trike, oh Gott. Hau lieber ab. Warte, ich hau auch lieber ab. Oh, hier ist ein Velociraptor. Also natürlich ein Velociraptor. Ich habe das bloß gerade ein bisschen pervers ausgesprochen. Oder einfach nur pervers dumm.
Naja, man kann es nehmen, wie man es will. Okay, hier ist. Ja, das Strike ist. Ja, nee, 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 das Strike macht nichts mehr. Gehen wir einfach weiter in die Richtung nach da hinten. Also, wir hätten jetzt eigentlich auch unseren Flugsaurier nehmen können, aber der ist halt nicht so gut fürs Zähmen. Der ist eher so fürs Erkunden. Oh mein Gott, Lukas. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein wilder Spinosaurus Level 125. Okay, geh da. Siehst du ihn da vorne? Siehst du den da vorne? Der ist Level 125 und der ist wild, also nicht gezähmt. Wir gehen da besser mal nicht hin, ne? Weil der nimmt uns auseinander, das sage ich dir. Da brauchen wir mit unseren Level 16 Lobobs nicht herkommen. Also ich entschuldige mich erneut für die Bugs. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann halt, das ist halt blöd. Es geht's dir wohl wieder hinterher. Warte, warte, du darfst nicht laufen, wenn du keine Ausdauer hast. Es sollen ruhig ein paar Hits machen. So, bleib mal stehen. Ja, gut. Wir gehen weiter nach da hinten. Da ist es nämlich. Also da hinten waren bei mir immer Parasaurus. Ja. Ich weiß schon, wie wir hier zurückkommen. Das ist unser kleinstes Problem. Wir bräuchten einfach einen Parasaurus jetzt. Das wäre wirklich sehr geil. So, Leute, ich habe hier gerade eine kleine Fehlermeldung von meinem Fernseher. Also, nach einer Zeit meldet der bei mir mal, dass er sich herunterfahren will. Oder so ein Scheiß. Hier sind noch krasse Basen. Ja, also. Weit und breit kein Parasaurus. Das ärgert mich ein bisschen. Denn hier waren eigentlich immer Parasaurus. Ja, gut, Leute, dann hau ich jetzt ab hier wieder einen Zeitraffer rein. Denn ich will euch jetzt hier nicht dauernd zugucken lassen, wie ich hier einfach nur rumlaufe und noch einen Parasaurus suche. Dann hau ich jetzt doch den Zeitraffer rein, bis ich einen Parasaurus oder bis wir einen Parasaurus gefunden haben. Denn das ist dann doch ein bisschen scheiße. So, dann hau ich den Zeitraffer. Den Zeitraffer hau ich dann genau ab jetzt rein. Ich sehe auch nichts. Weit und breit kein Parasaurus. Oh Leute, hier, wir sind raus im Zeitraffer und schaut euch an, was ich hier gefunden habe. Ein Parasaurus. Level 20. Ran an den Speck. Lukas, es ist jetzt. Lukas, ist egal jetzt, wo ich bin. Hauptsache, ich kriege ihn down. Und ich habe ihn down. Okay. Lukas, dein Level 20er Parasaurus ist hier. Okay, dann gehe ich mal. Ja. Ich tu mal ein paar Bären. Warte. Warte, ich bin da. Wo ist er? Ach, da. Ja, die kriege ich schnell down. Das sind richtig. Ja, die sind nervig. Kompi kann man ja gleich Chompi nennen. Also, wer es kennt aus Skylanders. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nur ein paar Bärchen rein. Ich tue noch ein paar mehr rein. Also, wir brauchen Narkobären. Ich gehe da mal am besten Narkobären farmen. Also. Das war jetzt aber auch Schicksal, dass wir den jetzt hier ungefähr, dass wir den jetzt hier gefunden haben. Ich gehe mal ein paar Narcoberries farmen, weil sonst wacht er uns hier wieder auf. Ja, mach gleich Benutzung erzwingen. Mach gleich Benutzung erzwingen. Ist ein weiblicher wieder. Also du hast anscheinend Glück hier. Kriegst immer weibliche Paras. Die machen halt das Para. So. Ja, so, Moment, zwei Narkobären. So, nochmal zwei Narkobären.
Ja, also ich sammle die Narkobären und tue sie einfach nur ins Inventar und du kannst dann Benutzung erzwingen, denn dann gehört der sowieso dir. Also ich habe ja ein Parasaurus, was will ich mit einem zweiten? Ich habe ja auch gleich den Sattel, den kann ich dann. Schau mal, der ist sogar höher des Levels als meiner. Moment mal, ich gucke ihn mir mal an von den Stats her. Okay. Er ist, glaube ich, sogar ein bisschen schlechter als meiner, aber das ist kein Problem. So, ich habe hier auch noch Narkobären. Du darfst ihn aber jetzt gib ihm keine Narkobären, ich gebe ihm jetzt mal ein paar, der hört dann trotzdem noch auf deins. So. Ja, da schläfst du ein, mein Lieber. So, okay, es passt eigentlich. Also jetzt hier ein Parasaurus zu sehen, zu zähmen. Oh, ein Loot. Den hole ich mir mal. Also ein Parasaurus zu zähmen ist jetzt nicht so ganz so spektakulär. Also es sind mehr so die einfachen Dinos. Aber unseren Petri zu zähmen, das war schon. So, dann holen wir uns mal den Loot hier. Dann holen wir uns mal den Loot. Bla 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 bla. Okay, So, tut mir leid, meine Maus ist gerade runtergefallen. Ist eigentlich nicht so alltäglich. Okay. So, Loot kommt runter. Also wenn wir Glück haben, kommt da keiner. Na komm schon, Loot. Oh, ich dehydriere ja. Ups. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, tu das. Wenn er nicht mehr so krass bewusstlos ist, dann solltest du ihm Narkobären geben. Also, ich bin im Wasser immer ein bisschen vorsichtiger. Ich wurde schon öfters mal von hier ein paar Megapiranhas gekillt, aber mittlerweile passiert mir das nicht mehr allzu oft. So, wir schnappen uns mal den Loot. Oh, Lukas, wir haben Leder. Wir haben Leder. Leck mich doch am Zuckerli. Sehr cool. Ja, warte, ich komme gleich mal wieder. Sehr cool, Leder, ey. Das freut mich jetzt, weil dann mussten wir nicht mehr so viel für deinen Parasaurus hinblättern. Wir haben zwar Leder im Moment ganz gut, aber Leder ist auch sehr selten. Deswegen sollte man damit auf keinen Fall verschwenderisch sein. Oh, da hinten ist gleich der nächste Loot. Den holen wir uns natürlich dann auch noch. So. Lukas, hier ist auch noch ein zweiter Parasaurus, komischerweise. Also, wenn man mal einen Parasaurus braucht, alle. Level 40er Parasaurus ist das sogar. Aber. Du bleibst jetzt mal bei deinem Parasaurus am besten. Also wie gesagt, jetzt ruckelt's wieder, aber wie schon 100 Mal erwähnt, ich kann leider echt nichts dafür. Also Lukas. Nee, hier. Hier Otto, dein Lukas hier. Dein Sattel. Warte, ich schmeiß.
Oh, warte. Ach, jetzt habe ich ihn aufgehoben. Warte, ich schmeiße ihn nochmal hin. Tut mir leid. Hier. Hast du ihn? Jawohl. Genau. So, dann haben wir schon zur Hälfte bewusst gezähmt. Also ein paar Narkobären brauchen wir noch für ihn. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll noch. Ja, du kannst den Sarah nennen, das ist. Passt schon. Boah, schon mal, ich habe so viele Azulbeeren, ey. Aber das brauche ich. Die brauche ich alle. Guter Essensvorrat auch. Ich meine, ich ernähre mich eigentlich lieber von Fleisch, weil das erstens mehr Hunger auffüllt und ja, eigentlich die edlere Art ist, was zu essen. Aber ja, das Fleisch hat man halt nicht immer, leider. Ja, dann geh mal besser hier Wasser trinken. Ja, der zweite Parasaurus, den lassen wir mal da. Ich kann ihn versuchen, mal bewusstlos zu machen und dann zu killen, dann kriegen wir nochmal Leder. Also. Oh, ein Fiomia-Sattel, ey, ich kann es nicht mehr sehen. Also, Leute, manche denken sich, ja, bist du blöd, du wirfst jetzt hier einen Fiomia-Sattel weg, aber wir haben wirklich brechend viele von denen. Weil die sind einfach nicht selten. Fiomia-Sattel sind echt nicht mehr selten. Die kriegt man einfach zu oft. Ja, Lukas, ich sammle gleich mal ein paar Narkobären, nicht, dass du uns hier aufwachst. Ja, dann geht. So, ich bekomme aber auch keine Narkobären gerade. Doch, 4 Stück. Moment. Ich bin gleich da. Ach komm. Ach komm schon. So, ich komme mit ein bisschen Narkobär Anschwung. So, come on. Die Narkobären tun wir mal. Ach, ich vergesse immer, das aus dem Inventar vom Sportakus zu machen. Also ihr könnt ja mal gerne mal reinschreiben, was ihr so von der Idee haltet. Lazy Town in Ark. Ich find's krank. Ich find's. Ja, es ist. Ja. Ich find's witzig, also. Ja, ich find's in irgendeiner Hinsicht auch sehr witzig. Kannst ihn auch gleich noch geben, Otto. Ey, Lukas. Ich hab's mir angewöhnt, Otto zu sagen, weil ich noch einen anderen Freund habe, der Otto heißt und. Dann sage ich immer zum Lukas Otto und das verwechselt mich manchmal immer. So, ja, dann gib ihm mal die Narkos. Oh, meine Aufnahme geht schon eine halbe Stunde, aber ich hau ja Zeitraffer rein, dann geht die Aufnahme nicht ganz so lang. Ja. Also Leute. Also das Zähmen geht hier wirklich sehr langsam voran. Ich hau jetzt hier einfach nochmal einen Zeitraffer rein. Denn das dauert mir zu. Also das dauert mir zu lang. Also ich will euch ja nicht dauernd hier das Anstand sehen. Also Zeitraffer ist ab jetzt drin. Und wir sehen uns, wenn er gezähmt ist.
So Leute, jetzt ist der Zeitraffer wieder rausgenommen und ihr seht, der ist wirklich jetzt bald gezähmt. Es dauert nicht mehr lang. Ja, Party. Warte, ich mach mal ein Emote, freundlich Hände senken. Was passt denn bei Party? Lachen. Yay. Komm schon. Ich meine, jetzt ein Level 10er war jetzt nicht, 20er war jetzt nicht unbedingt schwer zu zähmen. Parasaurus sind allgemein nicht so schwer zu zähmen. Aber trotzdem. Aber komischerweise kann ich ihn jetzt einen Namen geben. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt auf einmal gezähmt habe. Ich nenne ihn aber Sarah, ne? Ja, Lukas, es ist ein Parasaurus, aber ich weiß auch nicht, warum der jetzt mir gehört. Ich weiß nicht. Warte. Nein, 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 ich mache einfach Disable Following. So, jetzt kannst du. So, ich tu mal anordnen, dass Trixie mir folgt. Na gut, Leute, dann war das jetzt mit dieser Folge. Und wir sehen uns wahrscheinlich bei der nächsten Folge arg und hat mir auf jeden Fall gefallen, dass ihr dabei wart. Und gebt doch mal einen Kommentar oder ein Like, aber auch nur, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.